Was soll ich noch sagen? Puppen, die bluten, deren Gesicht verbrannt ist. Heuschrecken, die sich in unserer Bibliothek breit gemacht haben. Bücher über Goethes letztes Kreuzgebet. Keine Ahnung, Nee. Einfach nee. Ich möchte das nicht. Wen rufe ich denn jetzt an? Habe ich auch noch andere Bücher außer die Tötung Christi? Scheinbar nicht. Scheinbar habe ich nur diese eine Ausgabe. Oder das ist wie diese Stammesriten. Stammesriten. Das ist wie diese. Kennt ihr diese Heftchen? Sammeln Sie auch heute das Schiffswrack der Anadaria. Mit nur 45 Millionen Teilen und 18.000 Ausgaben erhalten auch Sie die neueste Ausgabe der Anadaria. Bauen Sie aus echtem Fichtenholz und gelacktem Lack eine schöne Nachbildung im Maßstab 1:1 mit uns. Die erste Ausgabe mit Gratis-Kapitän erhalten Sie an Ihrem Kiosk. Für nur 140.000 Euro können Sie dann ein Abo abschließen. Ist das nicht herrlich? Ja, ich glaube schon. Rufen Sie uns an und halten Sie die Schnauze. Kennt ihr diese Hefte? Ich habe immer mal wieder so Hefte, wo ich als Kind gesagt habe, oh, hätte ich gerne. Und Gott sei Dank haben mich meine Eltern davor bewahrt, so eine Schiete abzuschließen. Wo ich nachher mehr gezahlt hätte, als wenn ich mir ein Fertigteil gekauft hätte. Also nur mal so zur Erinnerung. Ich habe jetzt einen Kumpel gehabt, der hat sich ein Original Formel 1 Vettelwagen zusammengebastelt. Und ich will jetzt nicht lügen, aber der hat irgendwie 280 Euro insgesamt für die Scheiße ausgeben. Aber hallo, ist doch nicht ganz in Ordnung. Was ist denn jetzt hier nun? Habe ich jetzt hier nur noch andere Bücher oder was? The only thing I kept after I renounced the darkness of my thoughts and converted. I'm not sure why, but it makes me think of my earlier beliefs and how I've changed. Though there were two of us in one body, a pure and an evil side. Na, das erklärt ja schon mal so einiges. Und da du so was hier, ein Kinderskull mit zwei Köpfen in deiner Vitrine hast, das lässt sehr tief blicken, mein Freund. Sehr. Sehr tief blicken. Hier! Nee. Ich würde sagen, das einzige Buch, was duster ist, aber ist nicht wahr. Hier liegt es die ganze Zeit. Ja, ist ja wohl wahr. So this is how the ghosts of the unbaptized children want to drive me mad. You stand no chance, Satan. I believe in God and he is my savior. Do you hear me? Rums! Erstmal schön die doppelköpfige Hydra getötet. Cholera ist überall. Ja, könnte sein zu der Zeit. Could this mean that the seven missing children are in fact victims of cholera? I knew I couldn't be guilty. I'll call the radio station right now. They deserve to know the truth before it's too late. Ich denke, wir suchen hier ein Buch. Kann aber nicht wahr sein. Jetzt telefonieren wir hier, weil wir in der Zeitung geguckt haben, oder was? Ist doch nicht ganz sauer, der Kerl. Spitt doch. Ich finde schön, dass das Radio Baba heißt. Radio. Good evening, sir. Good evening, caller. This is Father Abraham Marcus from St. Mary's. Good heavens, the killer priest, the child murderer himself? Silence your lying tongue. You know as well as I do that those children didn't go missing. They died of cholera. Stop turning people against me with false claims. Why are you all trying to crucify me by connecting me to their deaths? Father, please, listen. We don't care if you killed them or not. We're particularly interested in that poor little altar boy, David. What did you do with him? Please, do tell. Enough of this madness. They're acting like demons as well, like wild beasts. I shall linger no more. The ritual book, where is it? Ach, jetzt suchen wir wieder das Ritualbuch. Hat ja wieder viel geholfen hier, deine Schiete.
Jetzt geh ich nochmal auf die Suche hier nach dem Scheißbuch. Entschuldige, dass ich das so sage, aber... Aber ja. Scheißbuch. Ach, Kinder, nee. Ist das halt aufregend. Und Waffeln haben wir überall liegen. Was ist denn mit uns nicht in Ordnung? Ich will es ja nie wissen. Ich will es ehrlich gesagt langsam ja nicht mehr wissen, was mit dem nicht stimmt. Ich will hier nur raus aus dieser Kinderhölle. Beunruhigt mich hier auch. Dass irgendwelche Puppendinger stehen. Macht mich alles ganz irre. So, entweder bin ich blind oder einfach nur doof. Kann natürlich auch beides sein. Ist doch alles... Ich wollte gerade sagen, ist das jetzt nicht am Eingang? Hätte ich ja gelacht. David, war? Hätten wir beide ja mal herzlich gelacht. So, wir gucken jetzt hier nochmal. Östliche Rituale. Wissenschaft und Mystik. Okkultismus und Hexerei. Geschichte. Ist immer eins wichtig, dass zwischendrin auch nochmal irgendwas total bescheuertes ist. Stammesrieden. Orientalische Metaphysik. Was zum Geier haben wir hier eigentlich alles rumliegen? Ist das jetzt das Buch hier oder was? Jutta, hilf doch mal. Du guckst da die ganze Zeit in die Richtung. Kann nicht sein, dass ich das jetzt nicht finde hier. Da bin ich jetzt einfach wirklich blind. One night, when the northern lights could be seen clearly in the night sky, I took this dagger and slit the throat of a lamb. A memory I am ashamed of now. Junge, 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 du hast aber auch wirklich Probleme. Bist doch nie ganz sauber. Ist er nicht. Glaub ihm kein Wort. Das ist ein ganzen böser linker Bub. Und ich habe immer noch keine Ahnung, wo das blöde Buch ist. Guck ich hier überhaupt richtig? Muss ich hier überhaupt gucken? Gibt's hier überhaupt ein Buch? Muss ich mir ein Buch aus Waffeln und Kirschen basteln? Hast du das Buch? You don't scare me. Do you understand? I'm only an object. What harm could I bring? I know where I can find the book, but for this you must sign the blood pact on this shelf right here. Er macht das auch noch, Junge. Hör doch auf mit der Schiete, jetzt siebt er. In the name of the Father, the Son and the Holy Ghost. Amen. This is not what I asked of you. Hilfe. Down. Down. Okay. On the table? On the table? Was denn für ein Table? Der Table hier? Der Table hier. On the glass case. Naja, on ist nicht jetzt richtig. Es war in dem Glass case, aber ist in Ordnung. Ach, komm. Ach, hör doch auf. Ah. Ja, wir öffnen. Das ist ein bizarres Game. Findet ihr nicht? Ich finde schon. The book David told me about. Now, I should go down to the crypt. I hope the gate to the old cemetery is open. Natürlich, in die alte Cemetery. Natürlich, na klar, na komm. Ab in die alte Cemetery. Ich glaub's ja wirklich alles nicht. Das glaub's ja alles nicht. So, guckt an, jetzt müssen wir drei finden, die da oben hatten wir schon. Drei Dinge, oder? Oder muss... Hab ich... Sollte ich, ist, vielleicht, habe ich, ist. Leute, ich blick nicht durch. Was ist denn hier los?
Welcome. This place was my home for a long time. We are holding a tea party on the nearby island. We can't start until everyone is present. My brother Alexander was left behind, locked inside his bedroom. Can you open the doors and call him? Of course. Huh? Okay. Ich weiß nicht, ob das schön sein soll, aber das macht mir sehr viel Angst. Jesus. Ich geh mal rein. Nee, mach schon zu. So, Kinder, was ist hier? Was ist denn hier los? Okay. Geht's dir gut, Jesus? Hat sie dir was angetan? Unwohle Gefühle machen sich. My God, this place, it's alive. All grown-ups were once children, but only few of them remember it. Okay. Okay, jetzt muss ich hier Puppen sammeln. Hier ist, hier kann man, hier sollte man mal irgendwas machen. Okay, das ist cool. Das ist cool. Hat irgendwie was. Hier wird Maizebrei gemacht. Dear Mom, thank you for visiting me every week and bringing me apple pies. Alexander is not feeling well these days, but he will regain his strength. Today we discovered a new formula that can bring back to life any dead flowers. Can you believe it? I love you, Mom. Okay. Klingt ja abgefahren. Okay, er ist real. Der böse Bub, der Jung. Der Jung! Today something special happened. A woman and her husband came to the orphanage, looking to adopt a child. She was very beautiful, with long, dark hair. And he was tall and charming. They both looked like wealthy people. The monks gave them David, the wisest child in the orphanage. Okay. Wird ja doch noch ein richtiger Krimi hier, wa? Na, mal gucken. Damit nicht so abgefahren wird, bin ich voll dabei. Tür auf. Hier ist auch noch eine Püppi. Wenn eine von denen irgendwann die Augen aufmacht, wenn ich sie in der Hand habe, dann schrei ich. Gut, hier waren wir noch da drüben in die Stube. Hallo. Kuckuck. Genau da. Hier ist noch ein Mädel. Kleine Mädchen. Aber das kleine Kindersammeln ist auch ein bisschen bizarr, oder? Okay, da können wir noch nicht ran, weil noch nicht alle da sind. Dear Mom. This is the first letter I am writing to you. I am so happy here. I would never live this place. I am always playing with the other children. Yesterday we found a new magic formula that can change the color of the flowers. I love you, Mom. Okay. Okay. Ergibt alles irgendwie noch nicht so richtig Sinn, aber vielleicht kommt es ja noch. Auf jeden Fall eine Eule, natürlich. Na, da würde ich ja auch nicht aus dem Bett aufstehen. Da würde ich ja vor Angst mir in die Hose scheißen. Entschuldigung, dass ich das so direkt sage, aber ist doch wahr. Hallo? Da kann ich nicht rein, in den Keller. Aber mir fehlt doch scheinbar noch eine Figur. Wo ist denn die? Hab ich die jetzt irgendwo übersehen? Und warum sind die Kinder jetzt... Freunde, das war unheimlich. Das war jetzt nicht in Ordnung. Ja, aber wo denn? Wo ist denn hier noch was? Hier ist doch überhaupt nichts mehr. Viel mehr Räume hat doch der Bums nicht. Hallo? Wo kann man denn hier mal? Hab ich hier vorne irgendwie hin vergessen? Oder muss ich noch raus? Ich komm gleich wieder. Baumhaus. Ich mache hier mal Sommer.
Okay, hier ist ein Baumhaus, oder was? Hallo? Ah, hier ist zumindest eins der lustigen Baptisten-Bilder. Aber keine Figur. Schade. Vielleicht wenn ich wechsle? Mal gucken. Nope. Auch nicht. Gut, ich hätte auch im Winter hier hochgekonnt. Ha! Hab ich nicht gewusst. Na gut. Bin schon völlig überdreht. Merkt ihr das? Oh Gott, das ist nicht in Ordnung. Hallo? 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 Magst du lieber den Sommer? Zumindest freut er sich über den Sommer. Das ist doch schon mal schön. Aber warum finde ich denn jetzt das letzte Kind nicht? Oder was brauche ich denn für den Typen? Vielleicht den Brunnen? Oder muss ich die Figuren den Mannequins zuordnen hier? Ja, hallo. Ihr macht mich wirklich fertig, Kinders. Ihr macht mich fertig. Ja, la 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 la, Kinder des Todes. Okay, ich habe hier draußen scheinbar nichts verloren. Komm, ich zauber euch jetzt alle weg. Wurscht, der Winter holte sie alle. So. Hier kann ich auch nicht. Auch nichts machen. Geht halt wieder ins Haus. The Little Prince Orphanage. Irgendwo muss doch noch was sein. Vielleicht habe ich einfach nicht richtig geguckt. Das passiert mir ja öfter mal, dass ich einfach meine Augen nicht richtig aufmache. Oder muss ich die irgendwo hinstellen? Gehören die irgendwo hin? Müssen die irgendwo sitzen? Haben die hier alle irgendwie einen Platz? Ist sie hier irgendwie... Nee, auch nicht. Okay, jetzt konzentrier dich mal, Fox. Das kann doch nicht so schwer sein. Schrank geht nicht auf. Hier in dem Raum sehe ich zumindest nichts. Oder muss ich die Kinder ins Bett packen? Nee. Auch nicht. Was muss ich denn machen mit den Kindern? Furchtbar aus. Der sieht ja furchtbar aus. You know, this isn't funny. It's just a game. Go ahead. Okay. No. It seems you're beginning to understand. It was just another test. Now you need to find 7 toys and bring them to me. In exchange, I will give you the names of the 7 children you need to find. The dolls are all scattered inside the house. Okay, hab ich doch jetzt alle, oder? Nee, 6 hab ich. Fehlt mir immer noch einer. Alter, uff! So scheiße. Vielleicht muss ich jetzt nach unten. Kann ich jetzt nach unten? Natürlich nicht. Okay, Wusa, wir kriegen das noch hin. Ganz entspannt. 1, 2 Sachen haben wir ja schon gefunden. Irgendwo wird sich noch eine verstecken. Ihr wisst schon, dass das unheimlich ist, wenn ihr hier Grafikbugs einbaut. Das macht mich verrückt. Macht mich wahnsinnig, macht mich das. So, David Bowie. Hier ist auch keiner mehr. Wo? Bin ich blind? Habt ihr ihn schon 3-mal gesehen und ich bin 4-mal dran vorbeigelaufen, oder was? Das kann doch nicht wahr sein. So, sorry für die kleine Unterbrechung. Ich hatte jetzt hier unerwartet geklopft. An der Tür. Und die waren immer noch dabei, die Kinder hier zu suchen.
Und wir haben sie immer noch nicht gefunden. Und ich weiß auch nicht mehr, wo ich noch hin soll. Die sollen alle in dem Haus sein. Das Haus ist ja nicht mal groß. Jesus, bist du der Letzte? Auch nicht. 4, 5, 6. Zählen kann ich also auch. Ergo, es fehlt immer noch eine. Eine letzte blöde Figur. Und ich weiß nicht, wo die sein soll. Ich kann die ja auch nicht weiter anfassen. Ich kann die auch nicht aufmachen. 7 Figuren soll es eben. 7. Ich kann mir nur vorstellen, dass die hier unten ist, aber die Tür geht nicht auf. Außerdem bin ich viel zu groß für diese Tür. Das kommt auch noch dazu. Hier hinter kann sie nicht sein. Hier im Flur habe ich jetzt schon 3-mal geguckt. Ich gucke jetzt ein letztes Mal hier. Hallo? Ich mach mal wieder Sommer. Also da unten ist jetzt noch was los. Das sehe ich schon. Aber ich kann ja sogar aufmachen. So. Hier ist aber auch nichts. Und die haben irgendwo gesagt, machen sie Picknick, oder? Ich guck jetzt nach. Wo ihr picknicken? Wo picknickt ihr hier? Hallo? Picknicken? Ich möchte auch picknicken. Auf der Insel am Strand irgendwo, haben sie gesagt. Das wäre ja ganz da hinten, da komme ich doch ja nicht hin. Ich meine, schön hier von Marp, aber... Was habe ich falsch gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Muss ich hinrudern? Kann ich hinrudern? Nee, kann ich gar nicht. Hier schwebt ein Strauch! Nicht nur einer. Boah, Leute, das nervt mich jetzt aber, dass ich diesen blöden Jungen nicht finde. Wo soll denn der sein? Kann auch ein Mädchen sein, davon mal ab, aber... Im Ernst jetzt, wo denn? Wohoho. Okay. Raum Nummer 1. In dieser Richtung nichts. Schränke kriegen wir nicht auf. Hier drüben hing schon eine. Habe ich eingesammelt. Passt also. So. Schauen wir nochmal hier. Flur. Keine Puppe, keine Figur. Kann ich nichts anmachen. Hier ist nichts hinter versteckt. Hier ist nichts runtergefallen. Nö. Küche. Kann nichts aufmachen. Ich kann etwas aufmachen. Ja, ich komme jetzt raus. Ich war doof. Entschuldigung, ich habe ein bisschen länger gebraucht. Ich bin Pater Peitschkopf, dem man nicht trauen kann und dessen IQ niedriger ist als... Naja. So, wohin? Hier oben in die Kirche des Baumhauses oder was? Hierin? Nee. Wo denn? Wo muss ich hin? Sommer! Weiß mir den Weg. War doch hier drüben, aber da komme ich doch ja nicht hin. Kann ich durchs Wasser durch? Ach, da ist eine Kirche. Aha. Jetzt habe ich's verstanden. Ich muss wieder zurücklaufen. In der Folge bin ich ja sowas von geistig beschränkt. Ist ja nicht normal. Aber wenigstens sind die unheimlichen Kinder weg hier. Pater Ibisevic, wir würden gern mit dir spielen. Ja, so gucken die denn. Und ich kack mir in meine Fieder. Wisst ihr? Namt. Ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Na, wenn's.
und über die grüne Aue lief ich und hatte ein Herz in der Hand. Das da spielte die Melodien des Sommers und die Melodien des Winters. Und so kam es, dass ein Picknick gemacht wurde. Hier am Feuer. Ja, dort brachte ich sie hin. Die Kinder. Ist jetzt auch nicht richtig hier? Okay. Aber ihr wolltet doch hier picknicken, oder? Muss ich hier auf den Baumstumpf sitzen? Nee. Bin ich hier schon wieder falsch? Hallo? Achso, Moment. Moment. Wir haben ja noch die andere Zeit. Okay, wird wahrscheinlich auch nicht hier gebracht haben. Obwohl, Moment mal, da ist doch... Ist da was drunter? Da ist ja was drunter! Was ist verschlossen? Sommer. Gib mir Sommer. Immer noch verschlossen. Vermaledeit. Aber hier gibt's scheinbar was. Wird hier irgendwo ein Schlüssel sein? Könnte, aber wo? Und wo muss ich hin? Und was mache ich falsch? Und wieso bin ich hier hinten? Und warum gibt's hier nichts? Und warum überhaupt? So viele Fragen habe ich offen. Wie kommt man zur Kirche? Ist eine meiner Fragen, die ich habe. Kinder, ist das alt traurig. Ist das alles traurig? Muss ich hier lang? Auch nicht. Wie komme ich denn zu dieser Kirche? Muss ich jetzt vielleicht doch durch das Tor da hinten? Oh Leute, tut mir so leid, dass ich in dieser Folge jetzt nur hier am Rumschrabeizeln bin. Nicht auf der Reihe kriege. Nicht. Wirklich, große Sorry dafür. Ich gehe jetzt einfach da hinten zum Tor. Muss da irgendwo eine Erklärung geben, wie, warum, was das überhaupt hier alles... Was? Versteht ihr? Warum? Und was? Und wer? Und generell. Da glaube ich doch voll falsch, oder? Ja, komm, wir probieren's. Was soll der Shit? Natürlich geht es nicht. Muss ich die jetzt doch tatsächlich da zu diesem Picknick im Garten bringen, wo ich schon 300 Mal war? Naja gut, so oft nicht, aber ich war schon mal da und da war nichts. Wenn das so ist, ich flipp aus. Wirklich, dann mach ich rabbel die Dei. Schrubbel die Bubs und bummel die Bams. Nee, hier ist auch nichts. Hier ist absolut gar nichts. Wohin soll ich die denn bringen? Wohin? Kann mir mal irgendjemand sagen? Winter. Gebt mir Winter. Oder warte mal. Vielleicht muss ich mit dem Boot fahren. Vielleicht kann ich jetzt mit dem Boot fahren. Boot, 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 die jetzt plötzlich Särge sind. Ach du meine Fresse. Was zum Geier? I will tell you the truth about how Alexander died. David and Alexander never had a chance to play together as children do. Years ago, before meeting you, they lived at the Little Prince Orphanage in Romania. Then there was an outbreak of cholera. All the orphans were vaccinated with only two syringes. One of those was unsterilized, and it happened to be the one used on poor Alexander. David was spared. We pass through time like wafted leaves in the wind. I will forever keep Alexander in my heart. Ei, 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 ei. Hat er etwa AIDS gehabt? Ist das Alexander? Hat der jetzt AIDS gehabt? Achso, jetzt sollte ich vielleicht mal dran bimmeln.
er denn? Image, I am of your unutterable glory, though I bear the scars of my sins. O Lord, who watches over children in the present life and in the world to come, because of their simplicity and innocence of mind, abundantly satisfying them with a place in heaven, bringing them to live in radiantly shining places where the spirits of the righteous dwell. Okay, spinnen wir jetzt hier hin. Machen wir ein bisschen Sorge. Na gut. Ding dong, ding dong. Kann ich jetzt auch aufhören zu bimmeln? Scheinbar ja. Meine Güte. Das ist alles ein bisschen beunruhigend. Das zeigt, glaube ich, schon die ganze Zeit, oder? Sehr beunruhigend. Sehr. Ja, das ist Alexander. Aber an was ist der denn jetzt gestorben? There are three of you. We are Trinity. For they are Legion. Okay. Jetzt habe ich 7 Teile gekriegt, um die Namen zusammenzusetzen. Boah, bin ich überfordert, was hier vor sich geht. Geht's euch auch so? Also mir geht das so. Naja. Freunde, ich glaube, es ist schon wieder um. Ich gucke hier mal eben schnell rein. Oh, haben wir überzogen. Eieieiei. Ich hab keine Ahnung, was hier vor sich geht, Leute. Das ist ja mehr als abgefahrener Shit. Das ist ja ein richtiger Schinkenroman, den man 20 Mal lesen muss, um zu kapieren, was da vor sich geht. Aber wir kriegen das raus. Und ihr seid mit dabei? Hoffe ich doch. Denn ich werde das nur durchspielen und ihr seid dann mit dabei. Will ich schwer hoffen. Ich zähle auf euch. Also, bis zum nächsten Mal, sag und danke fürs Gucken. White.